2021 ist das offizielle Jahr der Orgel und deswegen freue ich mich besonders, dass wir jedenfalls nach aktuellem Stand Sie und euch herzlich auch in diesem Jahr zu unseren Orgelwochen einladen dürfen. Die Orgelwochen finden schon seit einigen Jahren immer hier in unserer Winterhalter-Orgel im Rahmen des Südhessischen Kultursommers statt. Auch in diesem Jahr haben wir ein buntes Programm zusammengestellt, über das ich einen kurzen Überblick geben möchte. Christian Heinrich Rinck wurde vor 251 Jahren geboren und starb vor 175 Jahren hier in Darmstadt. Er war Hoforganist und der erste Orgelsachverständige für unsere Kirche. Sechs Studentinnen und Studenten aus der Orgelklasse Gerhard Gnann in Mainz, also die Orgelelite von morgen, haben eine CD mit Werken von Rinck eingespielt, die sie hier am 29. August im Konzert präsentieren werden. Das Glas ist leer und das Darmstädter Weinfest kann in dieser Form in diesem Jahr nicht stattfinden. Das Orgelkonzert, das wir zum Weinfest geplant haben, lassen wir aber trotzdem stattfinden, eben als Orgelkonzert statt Weinfest. Zu Gast ist aus einer Weingegend kein geringerer als der Domorganist aus Speyer, Markus Eichenlaub. Er spielt von Hans-Uwe Hielscher die California Wine Suite und noch viel mehr heitere und festliche Orgelmusik. Der 12. September ist der Deutsche Orgeltag und der Tag des offenen Denkmals unter dem Titel Sein und Schein. Und ich habe mir überlegt, es gibt einige Orgelregister, die heißen wie Orchesterinstrumente und klingen auch ein bisschen so. Und ich möchte in einer konzertanten Orgelführung Ihnen diese gerne vorstellen und dazu ein paar Orgelwerke spielen, die eben als Orchesterwerke für die Orgel bearbeitet wurden. Vor 700 Jahren, im September 1321, starb der große Florentiner Dichter und Philosoph Dante Alighieri. Ihm zu Ehren gibt es eine ganze Orgelnacht samt Einführungsabend am Abend vorher. Am 16. September also erklingt Klaviermusik von Franz Liszt, gespielt von Christian Skorczowski, mit Bezug zu Dante. Und es werden schon Texte aus der Göttlichen Komödie gelesen von Eva Maria Timm und Martina Jakobs. Und dazu geben wir alle ein paar Einblicke schon in die Musik, die am nächsten Abend dann zu hören sind. Am 17. September geht es los um 19 Uhr, sozusagen mit einer Fortsetzung dieses Programms, wieder Texte aus der Göttlichen Komödie und dazu auf der Orgel gespielt, diesmal eine Transkription der Dante-Symphonie von Franz Liszt. Um 20.30 Uhr geht es weiter mit einem Orgelkino. Der italienische Organist Paolo Oreni wird live improvisieren zum Stummfilm L'Inferno von 1911. Und den Abschluss bildet ein Orgelkonzert um 22 Uhr. Natürlich die Inferno-Fantasie von Max Reger steht auf dem Programm. Kleinere Werke um Gregorianik, die Dante in seiner Göttlichen Komödie zitiert. Und zum Schluss wieder Franz Liszt, diesmal die Dante-Sonate. Drei Konzerte also an diesem Abend. Natürlich ist das Betreten und Verlassen der Kirche auch zwischen diesen Konzerten möglich. Los ging es mit den Organisten von morgen und in der letzten Veranstaltung unserer Orgelwochen geht es um die Orgelfans von morgen oder vielleicht auch um die Organisten von morgen. Es gibt also last but not least, aber für die Kleinsten, eine Orgelführung für Kinder am 19. September, dem Weltkindertag. Zum Schluss noch einige organisatorische Hinweise, die sind ja in diesem Jahr auch noch sehr wichtig. Eintrittskarten gibt es per Link über unsere Homepage, über das ZTIC-System im Vorverkauf und auch noch an der Abendkasse. Die Anmeldung erbitten wir an die unten angegebene E-Mail-Adresse, die Sie auch auf allen Veröffentlichungen finden, anmeldung@st-ludwig-darmstadt.de. Dort können Sie bereits auch schon Ihre Kontaktdaten hinterlegen. Wenn Sie das nicht möchten, können wir das abends aber auch schriftlich noch machen. Es gelten die
Hygienebestimmungen für Konzerte und Veranstaltungen des Landes Hessen. Das heißt wahrscheinlich Maskenpflicht und Test- oder Impfnachweispflicht. Wir bitten Sie aber vor allem kurzfristig, vielleicht noch mal kurz vor der Veranstaltung auf der Homepage bei uns zu schauen, ob sich da etwas ändert. Dort versuchen wir immer aktuell diese Hinweise zu verlinken. Das Wichtigste bei aller Vorsicht und bei allem, was wir gerade beachten müssen, ist, dass ich mich sehr freue, Sie und euch hier wieder zu begrüßen und gemeinsam den Klang unserer wunderbaren Orgel zu erleben. Bis dahin schöne Sommertage und auf Wiedersehen.